Wir kommen jetzt gerade aus dem Bundestag. Wir haben den Unionsfraktionsgeschäftsführer Patrick Schnieder getroffen und ihm eure Unterschriften übergeben. 121.955 Menschen, die sich für volle Lobbytransparenz einsetzen. Und das Gespräch war insgesamt ein sehr offenes Gespräch. Wir hatten ursprünglich 15 Minuten Zeit. Herr Schnieder hat sich über eine halbe Stunde genommen, sodass wir die Gelegenheit hatten, die Forderung auch nochmal rüberzubringen. Das sind ja drei wichtige Punkte, die wir in der Petition gebündelt haben. Zum einen das Verbot von Lobbytätigkeiten von Abgeordneten und dann mehr Transparenz im Bereich von Lobbyisten, also Lobbykontakte offenlegen und einen exekutiven Fußabdruck. Und die gute Nachricht ist, ein Drittel davon wird jetzt diese Legislaturperiode höchstwahrscheinlich umgesetzt, nämlich das Verbot von Lobbytätigkeiten für Abgeordnete. Die schlechte Nachricht ist, zwei Drittel werden mit Sicherheit diese Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt. Das heißt, wir müssen am Ball bleiben. Wir sammeln weiter Unterschriften und brauchen auch weiterhin eure Unterstützung, um tatsächlich volle Lobbytransparenz zu erreichen.